Vor einiger Zeit habe ich hier auf YouTube ein Video hochgeladen, welches auf ziemlich großes Interesse stößt. Es geht um das PV-Überschussladen mit dem GoE Charger und dem GoE Controller. Das Video verlinke ich dir hier oben. Zu dem Video haben uns einige Fragen erreicht und unter anderem kam dann die Frage auf, ob der GoE Charger Gemini auch so einfach anbindbar ist, da wir im Video den GoE Charger Home Fix als Beispiel montiert haben. Dieser Frage gehe ich heute mal auf den Grund und sage euch, ob es da eventuell etwas zu beachten gibt. Der GoE Charger Gemini ist die Weiterentwicklung des GoE Charger Home Fix. Am offensichtlichsten ist diese Weiterentwicklung beim Design. Form und Farbgebung haben sich geändert und der Gemini kommt jetzt moderner und wesentlich dezenter in Schwarz-Weiß daher. Zudem erhielt der Gemini einige technische Upgrades, wie zum Beispiel ein verbessertes WLAN-Modul und die Phasenumschaltung, die auch während des Ladevorgangs möglich ist. Wie schon in der alten Version gibt es den GoE Charger Gemini in zwei Versionen. Einmal ist er als Fix-Variante mit offenem Kabelende erhältlich und einmal als mobile Variante mit einem 16 oder 32 Ampere CE Stecker für die 11 bzw. 22 kW Version. Mit dem GoE Controller bietet der Hersteller dem Nutzer die Möglichkeit des PV-Überschussladens mit dem GoE Charger. Es ist sowohl die alte Version als auch die neue Gemini Variante an das hauseigene Smart Meter anbindbar. Die Messung des Überschusses erfolgt über die im Lieferumfang enthaltenen Stromklemmen. Ein Ende der Strommesser wird dabei ganz einfach mit einem Klinkenstecker am GoE Controller angesteckt und das andere Ende wird über die zu messende Leitung geklipst. Der GoE Controller ist zum einen per WLAN, aber auch per LAN ins Netzwerk integrierbar. Die Konfiguration erfolgt über das Display des Controllers selbst oder ganz bequem über die GoE App. Wird dreiphasig mit der selbst erzeugten PV-Energie geladen, kann es sein, dass die Energieproduktion zum Beispiel durch einen bedeckten Himmel sinkt. Der GoE Charger würde dann nicht mehr die minimale dreiphasige Ladeleistung von etwa 4 kW zur Verfügung stellen können. Der GoE Charger kann die Ladung so regeln, dass die Anzahl der verwendeten Phasen auf eine reduziert wird und so die Ladung mit mindestens 1,4 kW fortgeführt wird. Wenn dann wieder mehr PV-Energie erzeugt wird, schaltet der GoE Charger wieder auf drei Phasen um. Es ist aber wichtig zu beachten, dass bei der Phasenumschaltung das Fahrzeug ein wesentlicher Faktor ist. Unterstützt das E-Auto diese Funktion nicht, muss auf diese Funktion leider verzichtet werden. Die Phasenumschaltung ist eine optionale Funktion. Das heißt, dass du den GoE Charger jederzeit auch immer mit einer festgelegten Phasenanzahl betreiben kannst. Die App zur Steuerung des GoE Chargers oder des GoE Controllers ist gratis. Es fallen also keine Gebühren für die Nutzung an. Mit der App kann die Ladeleistung eingestellt, die PV-Überschussladung konfiguriert und Ladedaten abgelesen werden. Die Anbindung erfolgt über den internen Hotspot des GoE Chargers. Mit der App erfolgt auch die Grundeinstellung der Ladeeinheit und des Smart Meters, wobei bei letzterem die Einstellung auch über das Display und über die Buttons getroffen werden können. Von der Montage eines CE-Steckers am offenen Ende der festen Installationsvariante möchte ich ausdrücklich abraten, da im Schadensfall nicht sichergestellt werden kann, ob die Garantie durch eine solche Steckerlösung aufrechtgehalten wird. Das Gerät wird vom Hersteller ausdrücklich zur Fixinstallation verkauft und eine Installation eines Steckers würde diese Bedingung an die Montage nicht erfüllen. Sinnvoller ist es, die mobile Variante des Geminis zu wählen und zu Hause eine CE-Steckdose vom Fachmann installieren zu lassen. Während dem Ladevorgang ist keine gesonderte Diebstahlsicherung notwendig, da die Wallbox selbst das Kabel gegen das Abziehen sichert. Ist der Ladevorgang beendet, könnte das Ladekabel jederzeit aus der Buchse des GoE Chargers gezogen werden und geklaut werden. In der App lässt sich das Ladekabel verriegeln, sodass dieses im Leerlauf nicht mehr abziehbar ist. Die sechs zum Lieferumfang gehörenden Messklemmen sind mit einem 1 Meter langen Kabel ausgestattet. Ein Wickeladapter zum bequemen Anschluss an dem GoE-Controller liegt jeder Messklemme bei. Die Messklemmen können mit einer handelsüblichen 3,5 Klinkensteckerverlängerung bis zu 50 Meter ausgestattet werden. Der GoE-Controller wird direkt im Elektroinstallationsverteiler montiert. Dazu wird das 4 Teilungseinheiten breite Smart Meter, was im Übrigen einer Breite von 72 mm entspricht, auf eine Hutschiene aufgeschnappt und durch eine Fachkraft verdrahtet.
Ist im Hausverteiler kein Platz, kann ein neuer Auf- oder Unterputzverteiler errichtet werden, in dem das Smart Meter platziert werden kann. Der GoE-Controller kann an so gut wie jede PV-Anlage angebunden werden. Genauer gesagt misst der GoE-Controller den Überschuss über die Messklemmen selbstständig am Hauseingang, sodass eine Messung am Wechselrichter selbst nicht notwendig ist. Mit zusätzlichen Messklemmen kann aber auch eine weitere Messung am Wechselrichter und sogar an anderen Verbrauchern, wie zum Beispiel der Sauna, erfolgen. Mit dem GoE-Controller können leider keine Wallboxen anderer Hersteller angesteuert werden. Es ist aber möglich, auf die offene API des Controllers zugreifen und damit beliebige Steuerungen zu realisieren. Dazu sind tiefergehende Programmierkenntnisse notwendig. Zum Lieferumfang des GoE-Controllers gehört der GoE-Controller selbst, 6 klappbare Strommantel für Messungen bis 100 Ampere, eine selbstklebende WLAN-Antenne, die optional anschließbar ist, um den Empfang zu verbessern, ein optional anschließbares 2 Meter langes Ethernet-Flachkabel und die Bedienungsanleitung. Ich hoffe, dir hat unsere kleine Fragenrunde gefallen und du hast dadurch die passenden Antworten auf deine Fragen bekommen. Wenn nicht, dann schreib deine Fragen einfach unten in die Kommentare. Wir werden diese schnellstmöglich beantworten. Es würde mich auch freuen, wenn du mir für dieses Video einen Daumen hoch schenkst, den Kanal abonnierst und dann auch noch die Glocke anmachst. Du wirst dann benachrichtigt, sobald ein neues Video online geht. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.